ist hier, zeigt das Schild. Und der Start erfolgt. 6,36, aber wieder mittendrin dabei, die 607. Was hat der für einen Schub hier beim Start? Aber diesmal konnte er nicht durch, hat keinen Platz gefunden, ist auf der 4. Jetzt hinter der 6,36 wäre die 661 von Scharfenberg Racing. Stefan Scharfenberg hier in Führung. Dahinter der Lisauni mit der 36. Das ist Jan-Christoph Dietrich. Und dann schon der BMW von Pietsch mit der 607 unterliegt. Der Alfredi Schulterwagen, der richtig qualm. Und jetzt geht es das erste Mal die Gerade runter. Erste fliegende Runde vom Ende. Ja, und 39,886 hier von Stefan Scharfenberg. Mein Gott, was läuft dieser Audi? Der hat richtig Zug an der Kette. Jetzt gelb geschwenkt hier, weil ein Fahrzeug, die 690, hatte das auf die Kurve Problem. Stefan Scharfenberg weiter in Führung vor der 36 vor Jan-Christoph Dietrich. Und jetzt wieder BMW Power auf der Gnade, die 607, Carsten Pietsch. Aber er kann den Anschluss nicht halten, kam ihm einmal richtig quer. Stefan Scharfenberg mit dem grün-grau-roten Auto hier, bildschön unterwegs. Biegt jetzt wieder ein ins Motodrom. Ich will mich freifahren vom vom Audi von Jan Christoph mit der 36. Der bleibt da hinten dran. Jetzt zu weit nach außen. Der will die Lücke auf in der Außenkurve. Ganz enge Nummer. Er kann den ersten Platz behaupten. Ich sag behaupten, weil jetzt auf die Gerade rauf ist die Frage. Wer da besser beschleunigt? Aber es ist hier Stefan, der da richtig gut rausgekommen ist. Und trotz Fehler hat er noch eine 40,8 hinbekommen hier. Um viel zu weit raus beim Streckenposten Nummer 6. Da ging ihm denn doch ein bisschen die Strecke aus. Das Auto schwer unter Steuer gewesen. Aber jetzt wieder unter Druck die 36. Hier von der 7 ist wieder rangefahren, der BMW-Pilot. Und oben das Auto. Das ist nicht das Terrain von Stefan Scharfenberg, da hatten wir immer wieder kleine Probleme und jetzt zeigt der Schicht das erste Mal daneben. Jan-Christoph hatte eben mal links rausgeschaut und hat geguckt, ob er vorbeikommt. Jetzt außenrum versucht hier unser BMW-Pilot, Jan-Christoph versucht hier vorbeizukommen am zweitplatzierten Audi. Der konnte das aber abwenden und Stefan Scharfenberg freut sich vorne so ganz klein bisschen darüber, sagt mir, ich mach da hinten um den zweiten Platz, das schafft die hier vorne ein bisschen Luft, aber so richtig gekommen tut er nicht, die 690 jetzt auf der Geraden, der hat dann doch ein kleines Problem im Heck, aber der Laufsieg, der geht hier an Stefan Scharfenberg, der hier gewinnt vor Jan-Christoph Dietrich und Drittplatzierter. Das ist Carsten Pietsch auf dem wunderschönen BMW. Sind die nicht schon abgewunken? Ja. Haben die das nicht mitgekriegt? Ach, das ist sicherlich noch unser Hund. Hey, die Mann, die machen ja noch. Sind die bescheuert? Nein. Normalerweise werden die da rausgewunken, wurden die aber nicht wegen Harry. Ja toll. Das habe ich egal. Stefan, Stefan, du bist doch schon Sieger. Och Mann. Ich glaube das nicht. Jetzt muss man da noch aufpassen. Ja, die konnten gar kein Ende finden. Der Lauf ist schon beendet gewesen für die 661. Und für die 36, das werden die Piloten, wir hatten das Checkered Flag hier nicht gesehen haben, weil die waren richtig am Fighten auf der Gerade. Und da die 36 die Runde noch alles gut, ja? Musste, war ihnen wohl nicht ganz klar, dass das Rennen abgewogen war.